Oder beziehungsweise... Ja, meine Herren. Oh Gott. Allein jetzt hat das Let's Play schon an Wert gewonnen. Oh Gott, was ist mit dir denn? Och ja. Im Brunsdorf zu leben ist ganz toll. Vor allem mit so einem pinken Overall und, oh Gott, Alter. Oh Gott, die haben doch alle so... Da voll die Körperkläuse. So. Die haben doch alle irgendwie Dachschaden. So. Wo ist denn unsere... Wo ist denn unsere Wache? Ich werde unsere Wache nie wiederfinden. Muss ich jetzt hier... Ich versuche mal hier lang zu fahren. So. Ja. Ich nehme schon wieder viel zu lange das Spiel auf. Das ist so... Oh Gott. Muss ich echt von 8 bis 8 jetzt nochmal mehrere Einsätze fahren, bis ich dann wieder befördert werde? Nein. Ich gebe mir Mühe, dass ich es schaffe. Versprochen. Ich will das ja mal schaffen hier. Komm. Also ich werde definitiv... Also was ich auf jeden Fall sagen werde, ich werde es nicht durchspielen. Nein, um Gottes Willen. Oh Gott, tut mir das nicht an, dass ich... Kann man das Spiel überhaupt durchspielen? Das ist so eine Simulation, ne? Kann man doch gar nicht, oder? Hui. Ich glaube, ich bin richtig gefahren. Kann man das Spiel durchspielen? Ich will es gar nicht wissen. Ah, hier. So. Ich park mein Auto. So. Zack. So. Fertig, Mädels. Der eine dirigiert und die anderen gucken zu. Ja. Ja, meine Mülltonne. Der eine hat so gerade geguckt, als würde er sagen wollen, da guckt uns jemand zu. Voll wie der eine da hinten stand letztens. Gibt bestimmt einen Höchstrang. Ja, aber muss ich den sehen? Gott sei Dank, wir sind alleine. Okay, nee, nee. Okay, ist wieder ein Einsatz, wo wir alleine hinfahren müssen. Ja, juhu. Juppi. So, warte mal. Wo müssen wir denn? Da hinten müssen wir hin. Ja, ja, ich komme, ich komme. Flex auf Tour. Willkommen zur Let's Play Live Show Tour. Heute im Feuerwehrwagen. So. Oh Gott, Let's Play Live Show Tour. Müsste mal wieder eine neue Folge kommen, ne? Wäre mal voll geil, oder? Hätte ich mal wieder Lust drauf. Mal irgendwas machen. Let's Play Live Show Tour im Freizeitpark. So. Oh Gott. Well. Das muss hier irgendwo sein. Oh. Was? Oh, höhere Schwierigkeitsgrad ohne Richtungsanzeige. Ja, und ohne Karte. Am besten noch. So, wo müssen wir hin? Hier brennt irgendwo was. Was denn? Warte. Hier knistert irgendwas. Ich hole schon mal den Feuerlöscher. So, warte. So, Feuerlöscher. Mädels, ich komme. Wo brennt denn hier was? Ah, hier. Wo brennt's denn? So, jawohl. Chef, haben wir geschafft. 350 Punkte. Juhu. Guten Abend, Niki. Willkommen zur Let's Play Live Show und zum Feuerwehr-Schlimulator. Auch an alle anderen Zuschauer, die vielleicht gerade eingeschaltet haben und die vielleicht das Let's Play auch schon verfolgt haben. Vielen, vielen Dank an die ganzen Zuschauer, die wirklich die Folgen geguckt haben. Also hätte ich niemals nicht gerechnet, dass so viele Leute das gucken. Also vielen, vielen Dank. Danke dafür. Und deswegen nehme ich nochmal ein paar Folgen auf, gerade im Livestream. Also, Dankeschön. Also, es ist so... Oh Gott. Vielleicht gucken die Leute auch nur wegen dem Thumbnail. Das weiß ich auch nicht. Weil ich hatte mir was Tolles ausgedacht, aber ich dachte so, komm, mach's mal. Und die sind alle mit der Hand gemacht, man mag es gar nicht glauben. Mir ist aufgefallen, ich habe für No Man's Sky keine Thumbnails mehr, ich muss neue machen. Sind zwar jetzt auch nicht so weltbewegend, aber gut. Ist ja aber noch Staffel 1, mein Gott. Wenn ich mal überlege, ich habe fast 48, 49 Folgen für die erste Staffel von No Man's Sky.
Aber ich werde in der nächsten Zeit jetzt erstmal so, die nächsten zwei Wochenenden werde ich kein No Man's Sky aufnehmen. Jetzt nächstes Wochenende kommt ja Outlast 2. Nächsten Samstag, 20 Uhr, dürft ihr nicht verpassen, geht's los. Mit Outlast 2, mit Gast, mit Special Guest. Und das heißt, ich werde mich nicht alleine fürchten. Und ja, oh Gott, das wird fürchterlich. Puh. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schlimmer wird wie der erste. Ja. Juhu, endlich mal wieder ein gutes Spiel. Ja. Ein gutes Spiel. Oh, warte mal. Alter, ist das Auto dreckig. Wir gehen es mal waschen. Warte mal. So, ich pack das mal hier an der Waschschale. Kann ich hier... Piep, 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 piep. Vielleicht haben wir ja die Zeit, um das Auto zu waschen. Ist ja eh schönes Wetter. Hier regnet es ja eh nie in Brunsdorf. Ist ja eh immer schön Wetter. Deswegen kann ich auch das Auto draußen waschen. Wir wollen hier in eine Waschhalle fahren. So. Der WLAN-Schlauch, den haben wir wieder. So, waschen wir mal unser Auto. La 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 la. Oh ja, das muss schön sauber sein, das Auto. Damit wir auch zum nächsten Feuerwehreinsatz immer schön sauber da ankommen. Juhu. So, der Rand muss auch sauber sein. Oben ist auch noch ein bisschen dreckig. Da machen wir auch noch weg. So, hier auch noch. Ja. Wow, diese Spannung bei dem Spiel ist kaum zu überbieten. Da kann so ein Witcher und so ein The Crew oder so. Oder Need for Speed. Oder so ein Rollenspiel oder sowas kann einpacken. Muss man ganz ehrlich sagen. So, hua. Im Übrigen ist das letzte Mal bei der letzten Aufnahme. Man mag es gar nicht glauben, bei der letzten. Hallo? Bei der letzten Folge, bei der letzten Aufnahme von No Man's Sky und so, und was ich aufgenommen habe, und hier Enigmatis das Wimmelbild, ist die Festplatte voll gelaufen. Ja, meine 3 Terabyte Festplatte ist voll. Es wird Zeit, dass ich so langsam aus einem neuen Setup umstelle. Dass ich, ja. Dass ich so langsam das neue Setup bekomme. Aber das, muss ich noch ein bisschen gedulden nach dem Urlaub. Wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, dann geht das los. Kommen bestimmt noch DLCs raus. Was für DLCs? Feuer im Klo oder was dann? Oh. Ich bin Erster, ihr Penner. Da findet eh keiner. Wahrscheinlich wieder... Oh, guck mal, der Hase. Der Hase ist heimliche Easter Egg hier im Spiel. Werde ich jetzt gleich wieder befördert, oder wie ist das? So. Alter, 9 Leute gucken sich das an. So. Es tut mir leid. So, 8 Leute, okay. Ich nehme alles zurück. Komme ich hier? Ah, hier wieder am Schrottplatz. So, ich nehme den Feuerlöscher. Den ich mit dem Digipad nach oben nehme und dann... So, da hier. Ist das im Feuerwehralltag wirklich so, dass man erstmal mit so einem kleinen Fahrzeug anfängt und dann wirst du befördert, tralala, und dann darfst du große Fahrzeuge fahren? Ist das so, oder? Also für die Leute, die vielleicht wirklich Feuerwehr... Interessiert mich jetzt mal wirklich. Für die Leute, die vielleicht gerade das Let's Play gucken oder so, oder auch generell vielleicht hier zusehen, ist das wirklich so, dass man als Feuerwehrmann dann so... Also wenn man anfängt, erstmal so ein kleines Fahrzeug und alleine rausfährt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Simulation ist ja dafür da, um wirklich so das zu simulieren, wie wirklich ein Alltag in der Feuerwehr oder ich sag mal so ein Baustellensimulator, so ein Baggerführsimulator, wirklich so ein Tag auf der Baustelle aussieht oder Taxisimulator, ein Alltag aussieht wie ein Taxi. Ist es in der Feuerwehr wirklich so? Man fährt alleine raus, da kann ich mir gar nicht vorstellen. So, hallo Jolle, willkommen zur Let's Play Live Show. Alter, 10 Leute, 11 Leute. Willkommen zur Let's Play Live Show und ich fahre gerade grandios an unserer Leitstelle vorbei oder unserer Feuerwache. Willkommen zur Let's Play Live Show. Es tut mir leid, dass ich es antun muss. Es ist so. Ich muss ja sagen, ich, wie gesagt, ich verneige mich für die Leute, die es wirklich gesehen haben, das Let's Play. Dankeschön an so viele Zuschauer. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. So. Ich kann mich nicht oft genug bedanken. So. Wahrscheinlich eher Schlauch halten. Das klingt falsch, wenn man das so sagt, ne? Wenn ich überlege, ich bin hier und muss den ganzen Männern den Schlauch halten. Ich meine den Wasserschlauch vom Fahrzeug. Wie groß die sind, Alter.
Wie creepy. So, ich gehe erstmal schlafen. Ich versuche erstmal zu schlafen. Wir haben ja so schon so spät. So. Ich gleite auch mal die Treppe nach oben. Irgendwann darfst du Hydranten suchen und Wasserschläuche anschließen. Ja, ich hoffe. So. Bin ich ganz oben? Ja, bin ganz oben. Ich versuche mal zu schlafen. Vielleicht schaffen wir das hier irgendwie. So, warte mal. So, schlafen. Oh Gott. Was? Einsatzbefehl Florian 1 vom Stadtarchiv in Lissabon. Der Name alleine. Wurde Alarm gemeldet. Ja, leichte Rauchentwicklung. Bla bla bla. Ja, das ist wahrscheinlich wieder eine Mülltonne, die brennt. Unser Fahrzeug hier draußen. Ja, Dramatik pur. Wie gut, dass die Batterie gehalten hat. In der kurzen Zeit. So, los geht's. Juhu. So, machen nochmal der Außenansicht. Erstmal den Hasen überfahren. Need for Speed Außenaction. Da ist der Mond. Wo müssen wir denn hin? Oh, ach, da in die Großstadt. Oh Gott. Oh mein Gott, wir müssen in die Großstadt. Erste Mal. Oh mein Gott. Ich habe Angst, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Open World Action hier beim Firefighter Simulator. Feuerwehr Simulator 2017. Oh Gott. Wo muss ich lang? Hier, oh Gott. Ich habe Angst, mich zu verfahren in der Stadt hier Lissabon. Oder Lissabon. Wie gut, dass mir das auf der Karte auch so genau detailliert angezeigt wird, wo ich lang muss. Hauptsache, ich habe so einen Pfeil hier. Ich glaube, ich muss die nächste rechts. Kann das sein? Ist das hier lang? Ah, hier. Super. Schön, dass ich schon mal da bin. So, warte. Tür auf. Dann nehmen wir nochmal hier... Alter, wie das ruckelt hier. So. Sehr schön. Einsatzbefehl abgeschlossen und wir dürfen wieder die Türen schließen und... Hey, hast du gesehen, wie ich abgespritzt habe? Entschuldigung. So. So, wir müssen wieder zurück. Wir fahren mal hier Blinker setzen. So. Was ist mit ihm denn hier? Alter, die Leute sind aber echt komisch animiert, ne? Wie ist das Spiel? Willst du das ehrlich wissen? Guck dir das Let's Play von mir an, dann weißt du es. Also zumindest die ersten drei Folgen. Das sind jetzt gerade die weiteren Folgen, die ich jetzt gerade aufnehme. Also eine Kaufempfehlung bekommt's nicht. Also wenn du wirklich, also wenn du irgendwann das Spiel irgendwann mal so, ich sag mal so für 10... Ja, für 10 Euro vielleicht. Also sagen wir mal für 5 Euro zu haben ist im Angebot. Dann kannst du es dir mal zulegen und den Spaß gönnen. Vorher nicht. Ich habe da volle 30 Euro für ausgegeben, aber tu es nicht. Du wirst nicht so viel Spaß haben. Ne? So. Was, du Ferkel? Was denn? Wieso Ferkel? Was habe ich denn gemacht? Achso, ich habe gesagt abgespritzt. Ja, toll. Was ihr mal denkt, ich habe meinen Wasserschlauch abgespritzt. Ich bin doch hier in der Feuerwehr. Muss doch hier das Feuer wegspritzen. Das klingt alles falsch, wie ich das so sage. So. Ist das die Spannung pur? Man kann sich... Was? 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 Da kann man sich auch von der Ziege in die Eier beißen lassen. Okay. Ich weiß nicht, wie das ist anscheinend. Kann Klangkaspar das bezeugen und hat es schon mal getan? Ich kann da nicht von sprechen. Ich weiß nicht, ob das so ist. So. Huch, well. Also wie gesagt, Kaufempfehlung auf keinen Fall. Aber ihr könnt euch den ganzen Spaß mal antun, wenn es wirklich im Angebot irgendwie mal ist. So für 10... Oh, Alter. Zwischen Spedition Winkler und Peterstunnel wurde ein Alarm gemeldet. Ein leichter Rauchentwickel begibt dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wegen einem Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Ja, das... So verzüglich darum. Alter, lass mich durch. Wir sind ja die Einzigen, die hier arbeiten. Geh weg! Wie gut, dass ich hier noch alleine bin. In dem Wagen. Da waren die Hasen im Weg, entschuldigt. Achso. Muss ja hier auch ein bisschen Tatütata anmachen, ne? Damit es ein bisschen authentischer wirkt. So, so sieht also der Feuerwehralltag aus in Deutschland. Da bin ich mal gespannt. Ich melde mich freiwillig zur Feuerwehr. Nee, das ist ein Spruch, der Zahl, was?
der zahnlose Ziege. Achso. Kann ich hier langfahren? Ich probier's einfach mal über die Wiese. Bin ich vielleicht schneller am Einsatzort? Wow. Alter, diese Physik. Hui. Warnblinklicht machen wir auch an. So, haben wir alles an, was hier so geht. So, hier soll's brennen. Wo denn? Ah, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was brennt denn da? Nein, Alter. Lass das. Was brennt denn da? Ach, der Bauer hat seine... Der Bauer hat seine Strohballen, hat er hier, brennen lassen. Der wollte uns einfach nur rausrufen. Der will uns anfassen wahrscheinlich. So, 850 Punkte. Ich hoffe, das reicht. Wir müssen langsam aufsteigen hier. Reicht das jetzt gleich oder wie ist das? So, dann fahren wir wieder nach Hause. Erinnert mich an Gronkh Inferno Simulator. Was, das Spiel? Ja, es ist so fürchterlich. Das Spiel ist auch so fürchterlich. So, hier. Hui. Was steht hier oben drauf? You store it. Oh, hier LKWs. Boah, ich würde mir so gerne wünschen. Und jetzt wirklich, ohne Spaß. Lacht mich bitte nicht aus. Aber da wird mir wahrscheinlich... Huch, die Imbulenzenkamera gerade. Da wird mir wahrscheinlich der Herr Willi-Chayong recht geben. Der Euro Truck Simulator 2, bitte. Mach den doch für die PlayStation 4. Ich habe ihn auf dem PC die Demo gespielt. Es macht so einen Heidenspaß. Man mag es gar nicht glauben. Es macht so viel Spaß. Warum geht das nicht? So ein Müllspiel wie das hier. Ich muss es wirklich sagen. So ein Müllspiel wie das hier. Schafft es, in den PlayStation Store zu kommen. Aber so ein Euro Truck Simulator, der wirklich gut ist. Und das sage ich. Ja, der eigentlich auch nicht so viel mit Simulation zu tun hat oder am Hut hat. Kommt nicht in den Store. Warum? Warum? Und ein Euro Truck Simulator, der so eine große Fangemeinde auch wirklich schon mittlerweile hat. Warum? Ne? Oh Gott. So, seit wann fährst du zum Brand nur in einem Fahrzeug raus? Ja, es sind nur Mülltonnen, die dann brennen. Deswegen, wo ist die Einsatzleitung? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ein Tutorial gekriegt. Das Tutorial war ganz besonders. Das Tutorial musst du dir so vorstellen. Ah, guck dir einfach die erste Folge an. Da weißt du, wie das Tutorial war. Das ist super. Guck dir einfach die erste Folge auf YouTube. Dann weißt du, wie das Tutorial war. Es war echt ein Traum. So. Hab gestern wieder neu angefangen. Ja, Truck Simulator. Oh ja. Trink mal eben gleich einen Schluck, warte. So, das Schicht ist zu Ende. Schicht beendet. Nein, ich benötige noch 150 Punkte. Fick dich. Jetzt muss er echt eine ganze Schicht nochmal überstehen. Oh Gott. Ernsthaft? Als Berufskraftfahrer wäre das geil. Ja. Die erste Folge war richtig fesselnd. Ja, war es auch. Das ist so. Oh Gott. Dass sie so viele gesehen haben, kann ich immer noch nicht glauben. Das ist ja der Hammer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guten Morgen zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir echt nochmal... Oh Gott, noch eine Schicht hier. Ich versuche mal so... Alter, 11 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig? Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Bin ich ja. Du bist Berufskraftfahrer? Ach, komm, hör auf. Ehrlich? Boah, geil. Ich würde auch gerne mal LKW fahren. Aber ich bin immer so ein bisschen der Meinung, also ich habe riesen Respekt davor, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe riesen Respekt davor. Ich würde so gerne LKW fahren. So gerne LKW-Führerschein machen. Aber ich habe einen heiden Respekt davor. Also Respekt für die Leute, die es machen. Aber ist es wirklich so, so LKW zu fahren? Man fährt quasi ein großes Auto, nur man muss viel mehr in die Spiegel gucken. Also so stelle ich mir das immer vor. Ist es wirklich so? Was passiert eigentlich, wenn du nicht am Einsatz... Was? Innerhalb der Zeit, wenn du am Einsatzort eintriffst, nicht innerhalb der Zeit? Ich will es gar nicht ausprobieren. Ich will es gar nicht ausprobieren, Sven. Nicht, dass ich nachher dann wieder alles neu machen muss. Ich hoffe, die setzen sich mit PlayStation 4 um. Es gab mal eine Petition. Es gab wirklich mal eine Petition für den Euro Truck Simulator 2 für die PlayStation 4. Die wurde aber quasi... Ja, es haben nur, glaube ich...
250 Leute irgendwie da nur geschrieben. Ich weiß nicht. Also, liebe Leute von Euro Truck Simulator, die jetzt gerade hier wahrscheinlich nicht zusehen werden, auch niemals diese Folge sehen werden, macht den Euro Truck Simulator. Und wenn es der dritte Teil ist, angeblich soll der dritte Teil in der Mache sein, macht den Euro Truck Simulator für die PlayStation 3. Hier sind mindestens 3 Käufer schon im Chat. Und wahrscheinlich noch viel mehr draußen in der Welt. Und wenn, dann macht den Multiplayer ohne Mods. Weil im zweiten Teil geht's ja wohl angeblich mit Mods, habe ich mir sagen lassen. Macht den dritten Teil mit Multiplayer. Das wäre so geil. Das wäre so cool. Oh Gott, die Demo alleine. Ich feiere die Demo. Ich spiele die Demo immer noch. Das macht so viel Spaß. Ich frage mich, wann die Demo zu Ende ist. Hui. So. So, wann geht's hier los? Ich brauche Punkte. Kann ich die Schicht nicht beenden einfach hier irgendwie, wenn ich schlafen gehe? Weil das ist wirklich eine gute Simulation. Und das sage ich. So, guck mal hier. Guck mal, das ist vorne voll tiefer gelegt, der Wagen. Und dreckig ist er. Komm, wir fahren nochmal eben waschen, bevor hier so ein Einsatz kommt. So. Yeah, 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 yeah. So, Auto waschen. Muss mal eben die Waschhalle öffnen. Lalala. So, der gute Kercher ohne Kabel. Komm, ich spritze hier mal ins Gesicht. Wo ist er hin? Habe ich es gerade wirklich gesagt? Klingt alles so falsch, wenn ich das hier sage. Das wird alles immer so falsch aufgefasst. Wir waschen nur eine Seite, weil die Zeit reicht für die andere Seite reicht nicht aus. So. Berufskraftfahrer ist ein geiler, aber knochenharter Job. Ja, das glaube ich. Ja, kommt dann, glaube ich, aber auch immer drauf an, als Berufskraftfahrer, was du fährst, ne? Glaube ich. Nein, ich habe keine Zeit, ich muss Auto waschen. Oh Gott, ernsthaft. So. Guck, wie er rennt. Zu dem ich die Tür zu finden, guck mal. Ah, jetzt. Ich glaube, es kommt doch immer drauf an, was du auch fahren musst, oder? Kann das sein? Weil ich sag mal, so Leute, die jetzt zum Beispiel so Tiefkühlware und sowas fahren, also so zum Beispiel so Joghurts und so TK-Ware, die haben, glaube ich, einen harten Job, weil die müssen ja auch so richtig mit Paletten und tralala. Und da gibt es dann noch die Leute, die hier, keine Ahnung, ich glaube, die aus so Teile fahren, Tieflader, boah, das ist, glaube ich, auch schwer. Aber hier so Getränke und so, wenn du einen Stapler abladen musst, Getränkeklamotten, das ist doch bestimmt hier, das ist doch bestimmt jetzt nicht so dann schwer, oder? Oder irre ich mich da? Ja, Stress pur auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Also stressig ist der Job auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Aber welcher Job ist heutzutage nicht stressig? Also den Job, den ich mache, ist auch stressig. Das ist fürchterlich. Das ist gruselig. So. Oh, unser Benzin ist fast leer. Wir sollten gleich mal tanken fahren. Oh Gott. Das fällt mir jetzt erstmal auf. Oh Gott. Wir werden gleich stehen bleiben, weil wir keinen Sprit mehr haben. Oh Gott. Wir sollten schnell da ankommen und schnell gleich... Wie kommt das Fass dahin? Mit das Fass dahin. So, ich muss den Roboter nehmen. So, Robby. So, Probe genommen. Ja. So, ab zurück zum Wagen. Meine Kollegen sind noch nicht ganz da und ich bin mit dem Einsatz gleich schon fertig. Wirst du sehen, pass auf. So, mach die Tür offen. Computereinsatz hier. Jawohl. Jetzt muss ich auf meine Kollegen warten, weil ich muss das abpumpen. Ah. Oh, doch, alles knochenharter Job. Oh mein Gott. Linien- oder Schulbusfahrer könnte ich nicht. Dann eher Reisebus ins Ausland. Ja, Reisebus ist auch cool. Reisebus wäre auch geil. Jetzt muss ich echt auf meine Kollegen warten. Schnarch. Da kommen sie. Ja, wird mal Zeit, dass ihr kommt. Macht mal fertig da. Sitzt gar keiner drin. Boah, diese Dramatik. Und er steht wieder, Alter, wie er da steht. Guck mal, voll den Moonwalk am machen. Hallo. Alter, das Spiel. Ja, komm. Ich fahr durch den Container. So, warte. Oh, darf ich mal eben die Pumpe benutzen? So. Ich hätte gern die Pumpe.
Einmal abpumpen, bitte. La 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 la. So. Was? Fahre LKW mit Ladekran und Stapler nebenbei. Boah, geil. Ich würde so gerne mal beim LKW mitfahren. Und auch generell mal selber einen LKW fahren. Das wäre mal ein Traum. Das wäre echt mal ein Traum. Ohne Spaß. Ob das sich das wirklich so schwer anfühlt. So wie in der Simulation. Euro Truck Simulator ist ja wirklich so. Also man merkt bei Euro Truck. Oh, wir haben die Tür offen gelassen. Man merkt bei Euro Truck Simulator wirklich so das Gewicht vom LKW. Aber so dermaßen. Ne, das muss ja echt. Vor allem auch mit dem Kurven fahren. Und ich mag sowas. Wenn die Simulation wirklich so haargenau ans Original rankommt. Aber das hier, was ich jetzt hier spiele, ist ja eher so. Ja. Also wenn so ein Feuerwehralltag aussieht, also dann würde ich gerne da anfangen. Da ist es dann lustig. Da habe ich ja jeden Tag Spaß. So. Polizeisimulator würde ich mir auch noch lustig vorstellen jetzt hier. Das auf jeden Fall. So. Oh mein Gott, ich nehme schon wieder über eine Stunde auf. So lange wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Oh Gott. Das ist so. Greg, yeah. This is an amazing simulator. This is a very great simulator, my friend. This is so awesome. This is so great. Das LKW-Fahren ist geil, nur das Drumherum ist harte Arbeit. Ja, das ist vor allem auch das Jonglieren durch Straßen und alles und das Ansetzen des Hängers und also beziehungsweise das, ich glaube, das Einbuchsen oder das Einfädeln eines Hängers irgendwo rein und so, das könnte ich mir echt schwierig vorstellen. Man muss da so die Augen überall haben. So. So, jetzt hier in den Eingang rein. Ja! Achso, wir wollen tanken fahren, ne? Das Fahrzeug der Kraftstoffmenge liegen geblieben. Die Einsatz... Bereitschaft ist somit nicht mehr gewährleistet. Acht in Zukunft. Wir haben vergessen zu tanken. Wir haben vergessen zu tanken. Okay. Ich glaube. Verdammt, wir haben vergessen zu tanken. Ich habe noch extra gesagt, lass uns tanken fahren. Nein. Räumliches Sehen ist ein Muss. Ja, definitiv, weil sonst fährst du ja, glaube ich, alles kurz und klein, alles kaputt. Und es gibt echt Spezialisten. Ich habe damals ja auch gearbeitet an der Pforte und habe da LKWs eingewiesen. Alles. Ich kann mir das echt vorstellen, dass da das nicht einfach ist. Und es gibt so echt Spezialisten, die können es einfach nicht. Oh Gott, noch eine Schicht, um und wieder Florian 5 fahren zu dürfen. Nein, ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine Folgenpause. Eventuell sehen wir uns wieder in einer nächsten Folge. Weiß ich noch nicht, ob ich noch weiter aufnehme. Das müsst ihr entscheiden in den Kommentaren oder hier im Chat. Und wir sehen uns dann eventuell wieder bei einer weiteren Folge oder halt nicht im anderen Video. Müsst ihr entscheiden. Ich würde sagen, ich bin erstmal raus. Euer Feuerwehrmann, Onkel Klaus. Tschüss.